So sieht sie aus, die offizielle Weihnachtsmarkttasse 2018. 45.000 Stück sind davon produziert worden und erfahrungsgemäß gehen die immer alle relativ schnell weg, weil die sehr beliebt sind bei den Bürgern. Zu kriegen sind die Tassen an allen Ständen, wo es was zu trinken gibt. Die werden gerade noch vorbereitet, die Stände, und da will ich heute mal ein bisschen helfen. Moin! Zuerst treffe ich ein echtes Urgestein des Lübecker Weihnachtsmarktes. Dieter Voss steht mit seinen Geschäften schon seit 22 Jahren auf dem Koberg. Die Vorbereitungen laufen bei ihm schon seit Sommer. Jetzt geht es an den Feinschliff. Herr Voss, gucken Sie mal eben, wie sieht das aus? Jawohl, so ist richtig. Das auch, klasse. So, falls mal der Strom ausfällt, habe ich gehört. So, und hier links am Pfosten kommt auch noch eine Kabinenlampe ran. Jo. So, siehst du, dann helfe ich das soweit. Ja, ne? Dann sieht das ja gut. Wir haben auch sehr viel Stammkundschaft hier und man freut sich, wenn man den einen oder anderen wieder sieht. Ne? Ja. Unser ältester Gast, der kommt immer noch, das ist der Opa Hans, der ist schon 98, wirklich jetzt. Ne? Wirklich? Und kommt immer noch mit dem Stock her und sagt, erstmal einen Punsch am Tisch. Ne? Ja, das ist doch nett. Das ist sehr nett, ja. Auf dem Koberg entsteht wie in jedem Jahr der maritime Weihnachtsmarkt. Hier muss in den letzten Tagen vor dem Start noch ordentlich Hand angelegt werden. Auch Fässerrollen will gelernt sein, ne? Übung macht die Meister. Ja, das stimmt. Und auf geht's. Janik, habt ihr einen Plan vorher, wenn ihr sowas aufbaut? Oder macht ihr das einfach so, wie es dann gut aussieht? Ja, letztes Jahr hatten wir hier so ein großes Schiff stehen. Das ist leider beim letzten Jahr dann kaputt gegangen beim Abbau. Ja. Dementsprechend mussten wir uns das Neues überlegen. Und genau, haben wir gedacht, machen wir so eine kleine Lounge zum Sitzen quasi. Ja. Hier drinnen bauen, machen wir gleich weiter. Mhm. Da kommt dann auch noch eine Lounge rein. Abends kommt dort Abend noch Lichter rein. Ja. Bäume haben wir auch noch ganz viel in Bestellung, kommt dann im Laufe des Tages. 4 Tage müssen Janik Leonhard und seine Kollegen vom Lübeck Tourismus Management ordentlich Gas geben, damit alles rechtzeitig an seinem Platz steht. Nach so einem Tag Aufbau weiß man auch, was man getan hat, oder? Du, ich sag dir das. Aber das mache ich auch gerne. Ja. Genau, den stellen wir mit nach vorne an die Säule mit dran. Ja. Genau. Dann haben wir diesen weihnachtlichen Touch hier noch mit drin. Weihnachtlicher Touch darf natürlich nirgendwo fehlen. An der Kindereisbahn am Hanse-Museum müssen noch Tannenbäume aufgestellt werden. In der gesamten Stadt sind es 450 Stück. Genau, dass du einfach unten am Stamm einmal aufreißt und dann das Netz hin nach oben hin dann abziehst. Genau, so sieht es auch super aus. Auf dem Rathausplatz treffe ich Niki Papon aus Frankreich. Er verkauft exklusives Gebäck aus der Provence und ist zum ersten Mal in Lübeck. Ich kann ihm beim Reparieren eines Scheinwerfers helfen. Boah, ja. Läuft. In Germany we say läuft. 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 Über 200 Verkaufsstände sind auf der gesamten Altstadtinsel verteilt. Diese zu koordinieren ist die Aufgabe von Inke Möller. Das ist immer die große Herausforderung, die Dinge, die sehr gut angenommen werden, die Gäste auch immer wieder erleben wollen. Die wollen auch wieder ihre Stände entdecken. Die wollen wir natürlich dabei haben, aber gleichzeitig brauchen und wollen wir natürlich neue Angebote, damit jeder auch jedes Jahr wieder was Neues entdecken kann. Und das ist immer so diese Aufgabe, die wir haben, beiden gerecht zu werden. Am kommenden Montag starten in Lübeck die zahlreichen Weihnachtsmärkte mit stimmungsvollem Flair auf der Altstadtinsel.